Die vollautomatische Prüfanlage in Portalbauweise ist konzipiert für die Prüfung von Warmwalzstahl bis zu einer Materialdicke von ca. 16 mm. Die Prüfanlage besteht aus folgenden Einzelkomponenten: dem Portalzuführsystem zum Probentransport zu den verschiedenen Stationen, dem Probenmagazin für Probendicken von ca. 3 bis 16 mm, dem Barcode-Laser zum eindeutigen und sicheren Identifizieren der einzelnen Proben, der Probenzentrierstation zum Ausrichten der Proben, dem Querschnittsmessgerät mit 4 Messtastern zur Bestimmung der Probenbreite und Dicke und der Prüfmaschine für den Zugversuch an den Warmwalzstahlproben bis zu einer Maximalkraft von 600 kN. Eine typische Probe hat folgenden Durchlauf. Der Bediener sortiert im ersten Schritt die Proben außerhalb des Gefahrenbereichs in das Probenmagazin ein. Im Magazin können 124 Proben vereinzelt abgelegt werden. Vor dem Start der ersten Prüfung werden die entsprechenden Daten zu den Prüfserien vom Bediener in die Datenbank eingetragen. Alternativ können diese Daten auch automatisch von einem übergeordneten Hostrechner übertragen werden. Der Roboter entnimmt nun die erste Probe aus dem Magazin. Die Reihenfolge, in der die Proben geprüft werden, kann individuell definiert werden. An der ersten Station wird der Barcode gelesen. Damit wird der Prüfling sicher identifiziert und entsprechend dem hinterlegten Programm die Parameter und Prüfvorgaben automatisch geladen. Die zweite Station ist die Probenzentrierstation. Dabei wird die Probe automatisch der Länge nach zentrisch ausgerichtet, damit diese danach optimal im Probenhalter eingespannt wird. Die letzte Station vor der Zugprüfung selbst ist das Querschnittsmessgerät. Hier wird mittels 4 Messtastern die Probenbreite und Dicke ermittelt. Über den Verfahrmechanismus können bis zu 3 Punkte auf der Probe vermessen werden. Schlussendlich erreicht die Probe die Prüfmaschine zur Durchführung der Zugprüfung. Zunächst schließen sich die Probenhalter, dann setzen die Fühlerarme des Längenänderungsaufnehmers an und der Zugversuch startet automatisch. Der Versuch kann am Bildschirm live über die Prüfsoftware TestExpert mitverfolgt werden. Nach Versuchsende werden die beiden Probenreste in den bereitstehenden Behälter entsorgt. Innerhalb des Systems sind mehrere Proben parallel im Umlauf. Im Extremfall kann eine Probe eine andere innerhalb des Systems überholen. Dies wirkt sich positiv auf den Probendurchsatz aus. Durch die Anordnung der Geräte entlang der Portalachse sind Erweiterungen jederzeit möglich. Es könnte zum Beispiel ein Härteprüfer oder eine Waage integriert werden. Manuelle Prüfungen sind mit dem Prüfsystem ebenfalls jederzeit möglich. Ein Umlernaufwand entfällt, da sowohl für den manuellen als auch für den automatischen Betrieb die Prüfsoftware TestExpert eingesetzt wird. Durch die hohe Wiederholgenauigkeit des automatischen Prüfsystems werden subjektive Einflüsse ausgeschlossen. Diese können bei manuellen Prüfungen die Qualität der Prüfergebnisse, zum Beispiel durch verschiedene Benutzer, negativ beeinflussen. Die Rückführbarkeit der Prüfbedingungen nach DIN ISO 9001 ist sichergestellt. Mit der Zwick-Software Auto Edition 2 kommt ein Automatisierungsmodul zum Einsatz, das modernsten technischen Anforderungen entspricht. Aufgrund der niedrigen Prüfkosten je Probe amortisiert sich eine Prüfanlage mit automatischer Probenzuführung innerhalb von ca. 2 Jahren. Zwick.
Prüfen mit Verstand.